Darum wird Spanien gegen Costa Rica gewinnen. Das ist meine Traineranalyse und wie es ausgehen wird. Schauen wir uns zunächst die spanische Mannschaft an. Altbekannt in der Grundordnung 4-1-2-3. Besonders hervorzuheben sind auch junge Spieler in dem spanischen Kader wie der 19-jährige Pedri oder der 18-jährige Gavi, die auf der Achterposition spielen. In der Regel hat die Mannschaft der Spanier extrem viel Ballbesitz, weshalb die gegnerische Mannschaft sich oft über die Zirkulationen der Spanier von links nach rechts irgendwann mal wie in einem Block vor dem eigenen Tor aufbauen wird. In diesen Situationen schieben auch beide Außenverteidiger der Spanier weit nach oben, um den Offensivkräften zu helfen. Sie versuchen immer wieder, diesen Block über ein Passspiel auszuspielen, aber sobald sie ihre individuelle Qualität einsetzen, sprich Pedri, Gavi oder wer auch immer da vorne spielt, im 1 gegen 1 Situationen lösen können, dann wird dieser Block auseinandergerissen und sie schaffen es, zu Toren und Torchancen zu kommen. Die Herausforderung und das Problem sieht man auch hier, sind die beiden Außenverteidiger weg, gibt es große Räume für den Gegner zum Kontern. Hier ist Busquets ein ganz wichtiger Spieler. Der Routinier auf der 6 ist die Verbindung zwischen dem Offensivspiel und dem Defensivspiel. Und gerade die beiden Innenverteidiger haben die Aufgabe, immer wachsam zu bleiben, egal wie lang die Ballbesitz, die Ballzirkulationsphasen vor dem gegnerischen Tor dauern, dass sie in der Restverteidigung den gegnerischen Stürmer bei Kontern den Ball wegnehmen und die Konter dadurch unterbinden. Eine weitere Schwäche sehen wir bei den Spaniern bei Eckbällen in der Defensive. Sie teilen sich in der Regel auf zwischen einer Raumdeckung, die nur Richtung Ball schauen und einen Raum verteidigen, und einer Manndeckung. Schaffen es die Gegner, die Ecke zum Tor oder auch vom Tor wegzuschlagen, haben sie immer Probleme, sowohl den Mann im Blick zu haben oder den Raum zu verteidigen. So haben sie in der Nations League das ein oder andere Gegentor bekommen, und auch bei der Weltmeisterschaft müssen sie aufpassen, dass sie ihre Anfälligkeit bei defensiven Standards reduzieren. Nehmen wir nun die Mannschaft von Costa Rica genauer unter die Lupe. In der Regel beschreibt man eine Mannschaft immer über die offensive Grundordnung. In diesem Fall würde ich Costa Rica eher über die defensive Grundordnung beschreiben, weil sie sich extrem über das Defensivverhalten definieren. Hier sieht man sehr schnell, hier drei Ketten, eine Viererkette in der Abwehr, eine Viererkette im Mittelfeld und zwei Spitzen. Die kommen mit extrem wenig Ballbesitz zurecht, kreieren dadurch aber auch extrem wenig Tore und Torchancen. Trotzdem versuchen sie, die Balleroberungen so auszuspielen, dass sie einen Spieler, den man hervorheben kann, Kempel, nach einer Balleroberung sehr schnell in die Tiefe schicken, damit er trotzdem Kontergefahr ausstrahlen kann. Verlassen sie ihr Mittelfeldpressing und versuchen, den Gegner höher anzulaufen, fällt eines auf, dass sie dann komplett ihre Struktur verlieren und der Gegner es deutlich einfacher hat, die Costa Ricaner auszuspielen. Der Ballbesitz ist nicht ihre große Stärke. Auffällig dabei ist, im Ballbesitz gerade in der Spieleröffnung der Innenverteidiger ins Mittelfeld oder auf den Flügel passieren ihnen extrem viele Fehlpässe, wodurch der Gegner zu Kontermöglichkeiten kommt. Wie könnte das Spiel Spanien gegen Costa Rica laufen? Ich denke, die Spanier werden so an die 70% Ballbesitz haben. Sie werden ihre Außenverteidiger aus der gewohnten Position nach oben schieben, sowohl auf der linken und auf der rechten Seite. Die Herausforderung für die Spanier wird sein, wie schaffe ich es, in den Rücken der gegnerischen Abwehr zu kommen, wo der Raum relativ klein ist, weil die Mannschaft aus Costa Rica sehr tief verteidigen wird. Sie müssen also diesen Achterblock der Costa Ricaner dementsprechend bespielen und versuchen, ihn zu überwinden. Eine Lösung könnte es sein, über tiefe Laufwege zu kommen, der guten zentralen Spieler in der Spitze, oder in 1 gegen 1 Situationen den Gegner zu überwinden, um zu Chancen zu kommen. Aufpassen, Spanien auf die zwei Stürmer der Costa Ricaner. Gerade nach Ballverlust wird es wichtig sein, dass die beiden Innenverteidiger immer hellwach sind, plus Busquets, der versucht nach Balleroberung immer den flachen Pass auf die Stürmer zu verhindern. Sonst könnte es tatsächlich passieren, dass Costa Rica den ein oder anderen Konter setzen kann und Spanien etwas gefährlich werden kann. Ich denke trotzdem, dass Spanien dieses Spiel gewinnen wird. Meine Prognose: 3 Tore Spanien, 0 Costa Rica.